Für Lemke, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, zu Funden von Mikroplastik in Mineralwasser. Bitte, Frau Staatssekretärin. Frau Kollegin Lemke, die Meldung des WDR steht im Zusammenhang mit einer aktuellen Publikation des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Münsterland-Emscher-Lippe in Kooperation mit der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. 34 Mineralwässer wurden auf Mikroplastik untersucht, 10 in Einwegflaschen, 9 in Glasflaschen und 3 in Kartons. In allen untersuchten Mineralwasserproben wurden Mikroplastikpartikel nachgewiesen. Dabei blieb es aber unklar, woher diese stammen. Statistisch relevante Gehalte an Mikroplastik über der Hintergrundbelastung hinaus konnten nur in Mehrwegplastikflaschen nachgewiesen werden. Das kann darauf hinweisen, dass ein möglicher höherer Eintrag von Partikeln in Mineralwasser im Prozess der Mehrwegnutzung erfolgen konnte. Bei Mineralwässern aus Plastikflaschen, also Ein- und Mehrweg, konnte gezeigt werden, dass die Partikel überwiegend aus solchen Kunststoffen bestehen, aus denen Plastikflaschen und Schraubverschlüsse hergestellt wurden. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass diese Partikel prozessbedingt eingetragen werden. Dazu sind allerdings weitere Untersuchungen notwendig. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Zunächst vielen Dank für die ausführliche Antwort und auch nochmal die Darstellung der Fakten. In meiner Frage schließt sich ja auch der Teil an, ob Sie gesundheitliche Gefahren für die Konsumenten dieses Trinkwassers, dieses Mineralwassers sehen. Denn ich finde schon bedenklich, wenn pro Liter durchschnittlich 120 Plastikpartikel, Mikroplastikpartikel pro Liter 120 gefunden wurden. Und das in jeder Probe. Das heißt, es gab keine Probe, die frei von Mikroplastikpartikeln gewesen sind. Und wir reden über eine Größe der Partikel, die in der Lage ist, die Darmwände zu durchdringen. Das heißt, in den menschlichen Körper hineinzuwandern. Deshalb schloss ich die Frage an, ob Sie gesundheitliche Risiken sehen. Frau Kollegin Lemke, da sind wir noch zu keiner definitiven und endgültig abschließenden Aussage in der Lage. Zu den eventuellen gesundheitlichen Risiken verweisen wir derzeit auf die Stellungnahme der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, der EFSA, aus dem Jahr 2016, Presence of Microplastic and Nanoplastic in Food with Particular Focus on Seafood. Darin kam die EFSA zu dem Schluss, dass eine verlässliche Risikobewertung aufgrund der unzureichenden Datenlage und fehlender analytischer Verfahren bislang noch nicht möglich ist. Weitere Forschung zur Toxikokinetik und Toxizität von oral aufgenommenen Mikroplastikartikeln wurde empfohlen. Und deshalb hat die Bundesregierung das Bundesinstitut für Risikobewertung gebeten, hierzu verschiedene Projekte zu initiieren. Das ist erfolgt. Dann die zweite Nachfrage. Entschuldigung. Dann, Frau Staatssekretärin, wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie das vielleicht auch schriftlich nachreichen könnten, was konkret von Ihnen initiiert worden ist. Denn dass die EFSA aussagt, sie kann gegenwärtig noch keine Bewertung vornehmen, beruhigt mich nicht, sondern beunruhigt mich zusätzlich, muss ich sagen. Denn das verstärkt die Vermutung, dass es Gesundheitsrisiken geben könnte. Wir wissen, dass sich Giftstoffe an Mikroplastikartikeln, Partikeln anlagern. Das heißt, möglicherweise diese Giftstoffe mit dem Trägermaterial Mikroplastik durch die Darmwände in den Körper eindringen könnten. Und ich halte es für dringend geboten, hier in der Tat in eigener Regie der Bundesregierung die Forschungen zu verstärken. Und ich würde anschließend Sie auch noch mal bitten, vielleicht zusätzliche Aussagen zu der Frage Nanopartikel zu treffen, von denen Forscher ja ausgehen, dass sie noch deutlich gefährlicher sind, aber die Nachweismethodik bisher nicht ausreicht. Ob es Anstrengungen in der Bundesregierung, eigene Anstrengungen gibt, um die Messmethoden, die Analysetechnik für Nanopartikel aus Plastik zu verstärken, um auch hier Risiken rechtzeitig zu erkennen und hoffentlich verhindern zu können. Sehr geehrte Frau Kollegin Lemke, Ihre Besorgnis kann ich nachvollziehen. Eben deshalb haben wir das BFR gebeten, in diesem Bereich initiativ zu werden. Und ich werde Ihnen selbstverständlich eine Übersicht über die bislang initiierten Projekte nachweisen. Bezüglich des Umgangs mit Nanopartikeln insgesamt hat die Bundesregierung eine eigene Strategie aufgelegt. Sehr gerne werde ich im Detail auch darüber schriftlich informieren. Danke, Frau Staatssekretärin. Wir sind damit schon am Ende Ihres Geschäftsbereichs. Ich rufe auf den Geschäftsbereich.